Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von OrgaTV. Wie ihr ja schon gemerkt habt, haben wir jetzt ein neues Team, das wir euch gleich auch in einem Video vorstellen werden. Da freue ich mich schon drauf. Mein Name ist André, ich bin im dritten Semester meines Masters und studiere BWL. Und nachher zeigen wir euch auch noch die ganze andere Truppe in einem Video. Erstmal einen kleinen Ausblick, was uns dieses Semester so erwartet. Wir haben drei große Themenblöcke für euch vorbereitet. Erstmal wollen wir euch da durch so einen Leitfaden durch die Sendung immer führen und immer werden irgendwelche Beiträge auftauchen, die dann mit Studiogästen noch untermalt werden und dann gibt es noch spezielle Interviews, die wir dann euch mit speziellen Leuten zeigen werden. Unser erstes großes Thema ist das Thema Sport. Dabei werden wir die Beziehungen zwischen dem Trainer und dem Sportler etwas analysieren und werden auch schauen, ob es verschiedene Führungspositionen in bestimmten Teams gibt. Und da wollen wir zum Beispiel den Captain interviewen, den Trainer interviewen oder einfach bestimmte Schlüsselspieler in der Mannschaft befragen, wie die Beziehung untereinander auch ist. Das Ganze wollen wir dann auch noch auf das Personalmanagement übertragen, sodass wir darauf dann auch noch eine Brücke zu dem Lehrstuhl, an dem wir das ganze hier Projekt machen. Und dafür wollen wir die Sportler befragen, wie ist die Beziehung zu eurem Trainer oder zu anderen Leuten. Es gibt ja auch noch Ärzte, ganz viele Leute, die in so einem Bereich tätig sind. Und da wollen wir einfach mal sehen, wie ist euer Trainer? Ist er mehr wie so ein Drill-Instructor oder ist er wie ein bester Freund? Was motiviert euch und was demotiviert euch in bestimmten Lagen? Der zweite große Themenblock bei uns ist das Thema Flüchtlingskrise. Das hat wahrscheinlich jeder schon mitbekommen. Es ist ein sehr aktuelles Thema, zu dem wir euch bestimmte Eindrücke zeigen möchten, die wir hautnah auch in bestimmten Flüchtlingslagern miterleben. Das ist zum Beispiel in Lebach oder in St. Ingbert. Und da wollen wir euch in verschiedenen Standorten einfach Eindrücke zeigen und auch euch Studenten so ein bisschen für das Thema einfach sensibilisieren. Dann wollen wir euch auch noch zeigen, wie könnt ihr euren Teil dazu beitragen. Also was können wir als Universität des Saarlandes tun und was könnt zum Beispiel ihr tun, indem ihr Sachen spendet oder euch anderweitig einfach einsetzt. Auch ein wichtiges Thema dabei ist Integration durch Sport. Dadurch werden wir wahrscheinlich auch nochmal auf das Thema eingehen. Und Sprache ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, damit die Menschen sich hier integrieren können. Des Weiteren kann man auch noch sagen, dass die Universität des Saarlandes eine der ersten Uni ist, die es den Studenten ermöglicht, auch ohne gewisse Unterlagen an unserer Uni studieren zu können. Als letzten Block haben wir bei uns Tipps und Tricks für den Uni-Alltag, bei dem wir euch Ratschläge an die Hand geben, wie ihr perfekt durchs Semester kommt und wie ihr schwierige Situationen meistert oder euch einfach mal selber motiviert und nicht wieder zwei Wochen einfach davor anfangen zu lernen. Das werden wir euch auch gleich in einem Beitrag zeigen. Das geht von Tipps zur Ernährung bis Tipps zur Motivation. Jetzt noch ein kleiner Ausblick, was heute alles in der Sendung stattfindet. Als erstes zeigen wir euch das Vorstellungsvideo, das wir gedreht haben letzte Woche. Dann haben wir noch ein paar Erstis interviewt. Von denen wollten wir wissen, was sind eure ersten Eindrücke und was sind eure Erwartungen an die Uni. Anschließend habe ich dann noch zwei Studiogäste, die ich bei mir begrüßen darf. Die stellen ein Theaterprojekt zum Thema Generation Z, was auch ein sehr aktuelles und bekanntes Thema hier im Lehrstuhl ist, Organisation und Personalmanagement. Und dann als letzten Beitrag haben wir noch drei Motivationstipps, wie ihr erfolgreich ins neue Semester startet. Wir waren die letzten Tage waren wir unterwegs und haben ein Vorstellungsvideo für euch gedreht. Das haben wir auch gleich auf das Thema Sport abgestimmt. Und dann könnt ihr auch einmal sehen, wer alles so bei uns sonst hier im Studio noch bei uns dabei ist. Und damit ihr da einfach mal so einen Eindruck bekommt. Genau.
Und dieses Video, das würde ich euch jetzt gerne einmal zeigen. Hi, ich bin Hanna. Hallo, und ich bin Lukas. Hi, und ich bin André. Hi, ich bin Priyanka. So, jetzt habt ihr auch den Rest meines Teams kennengelernt. Ist eine echt coole Truppe, kann ich sagen. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht, der Dreh. Allerdings, das am Ende hat sehr, sehr weh getan. Ich hätte nicht gedacht, dass das so weh tut. Aber ja, da gab es kein Zurück mehr. Als nächstes Thema haben wir die Erstis. Wie jedes Wintersemester gibt es neue Erstis, die bei uns an die Uni kommen. Und jeder hat mal als Ersti natürlich angefangen. Ich weiß auch ganz genau, bei mir am Anfang war es so, ich wusste ungefähr, wo es Audimax ist, ich wusste, wo es den Kaffee gibt, aber das war es dann auch schon. Ich wusste noch, wo ich mich zur Kneipentour anmelde, aber sonst wusste ich überhaupt gar nichts. Und wenn ich eins wusste als Ersti, dass ich dann so richtig durchstarte nach meinem Abitur, also das dachte ich zumindestens. Und wie das den Erstis bei uns an der Uni geht, das haben wir euch in dem nächsten Clip einmal für euch zusammengestellt. Also gehst du zu uns oder? EuTV-Sendung? Hast du davon schon mal gehört? EuTV? Nee. Das ist nie langweilig, das ist nie noch spannend. Also ich heiße Joanna, bin schon 24 und ich studiere jetzt im ersten Semester Psychologie. Ja. Aber ich habe davor schon Wirtschaft studiert. Heißt Sebastian Klingler. Ich studiere Jura im ersten Semester jetzt. Hi, ich bin die Cara. Ich bin 20 Jahre alt und studiere Wirtschaft und Recht im ersten Semester. Hi, ich bin die Elke, ich bin 18 Jahre alt und ich studiere Wirtschaft und Recht im ersten Semester. Wir sind Studentin im Rechtswissenschaft, aber deutsch-französische Rechtswissenschaft. Ich bin der Maximilian König. Ich komme aus Schiffförder, ich studiere Sport. Ich denke, jetzt am Anfang vom Semester kann man auch noch
viel feiern gehen, aber gegen Ende wird man dann auch viel lernen müssen. An 1 steht, dass ich viel mit Freunden machen werde. Auf 2 steht dann Lernen. Und auf 3 dann Partys. Also klar, dieser Auftritt war mega. Und eine Esther-Party, das freue ich mich. Aber es geht halt schon eher ums Studieren und es wird so Party. Also ich stelle mir das Unileben ein bisschen gelassener vor als das Schulleben und ja, dass ich halt was Neues lerne. Also das Wichtigste für mich am Studium ist eigentlich, dass man so, man kann sich das wirklich selber einteilen. Es gibt keinen Lehrer mehr, der dir sagt, du machst das und das und morgen musst du es abgeben. Als schon auch mal irgendwie 2 Tage sagen kann, komm, jetzt lass ich es halt einfach mal bleiben und bleib zu Hause. Feiern gehen ist jetzt nicht das Allerwichtigste, aber ja, gehört dazu, denke ich. Ey, klar. Okay, auf Platz 1 ist die viel Freizeit, die man hat. Platz 2, dass man seinen Stundenplan quasi selbst zusammenstellen kann. Und auf Platz 3, ja, eigentlich schon. Ja. Essen in der Mensa. Richten auf, arbeiten, essen und gehen schlafen. Ja. Ich möchte die deutsche Kultur entdecken, ja, und die anderen Leute treffen. Ja. Das ist sehr richtig für mich. Ich will besonders mein Jahr schaffen, mein Semester schon und dann, ja. Natürlich. Also alles fängt mit Zar an. Irgendwelche Leute. Höflich, freundlich und schlechtes Wetter. Typisch saarländisches Wort. Puddel. Klein, aber fein. Schwenker. Developers. Ja. Steht man sogar Schnitt. Ah, Schnitzel. Oder 2 auch. Sie sagen nicht 2, sondern 2. Hab gleich noch, ja, was hab ich denn gleich noch? Mann, das vergesse ich. Der lange, ich weiß nicht, wie der heißt, der Lehrer. Nicht Staatsrecht, nicht. Was gibt's denn noch? Bürgerliches. So, ziemlich süß unsere Erstis, wie ich finde. Ich kann mich noch genau an meine erste Zeit erinnern. Ja, muss ich so ein bisschen schmunzeln. So, jetzt habe ich 2 Studiogäste, die ihr Theaterprojekt zeigen möchten zum Generation Z. Wie wäre es, wenn ihr euch eben einmal ganz kurz vorstellt? Ja, hi, ich bin die Janina, ich bin 25 Jahre und studiere BWL. Hi, ich bin die Pauline, ich bin 22 Jahre und studiere auch BWL. Genau, damit unsere Zuschauer auch verstehen, was die Generation Z ist und was diese noch ausmacht, würde ich sagen, stellen wir eben einmal ganz klar, was die Generation Z ist. Was ist die denn Generation für euch und was macht sie aus? Ja, ist eigentlich eine ganz einfache Frage, weil wir sind die Generation Z. Wir wollen halt mit unserem Theaterstück die Generation Z auf der Bühne darstellen, wollen die Charakterzüge darstellen und wollen auch so ein bisschen den Übergang zu anderen Generationen darstellen. Genau. Okay. Wenn ihr euch selber so betrachtet, habt ihr bestimmte Eigenschaften, die wirklich schon typisch Generation Z sind? Ja, es ist eigentlich ganz lustig. Ich habe das Buch von Professor Scholz gelesen. Ja, ich und ich musste selbst ziemlich drüber lachen, weil ich mich an ganz vielen Stellen einfach selber wiedergefunden habe. Ein Beispiel war zum Beispiel, dass die Generation Z sehr starken Wert legt auf geregelte Arbeitszeiten. Und bei mir war es eigentlich ähnlich. Nach der Ausbildung habe ich mich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, weil ich eben auch diese geregelten Arbeitszeiten bevorzuge. Ja, klar, das kann ich verstehen. Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Bei Esprit. Okay. Wenn ihr positive oder negative Eigenschaften der Generation beschreiben könntet, was wären zum Beispiel richtig positive? Ja, also eine der positivsten Eigenschaften ist auf jeden Fall, dass die Generation Z eine sehr strikte Trennung zwischen Berufs- und Privatleben fordert. Das heißt, die machen um 17 Uhr Feierabend und möchten dann nichts mehr mit Beruf zu tun haben. Sie gehen dann zu Kochkursen, ins Fitnessstudio und treffen sich mit Freunden. Und man wird niemals einen aus der Generation Z sehen, der irgendwie von Projekt zu Projekt hetzt oder bis Mitternacht noch eine Präsentation an Präsentation arbeitet oder am Frühstückstisch noch eine Mail verschickt. Ja. Und ich denke, in der heutigen Zeit, wo Burnout sehr aktuell ist, ist das sehr wichtig, so eine Eigenschaft zu haben. Und jede Generation könnte sich davon eine Scheibe abschneiden. Okay, und negativ? Negativ ist, dass die Generation Z eher eine Führungsverantwortung ablehnt, weil für die Generation Z bedeutet Führung ja Verantwortung übernehmen, leiten, lenken, kritisieren. Und
das ja, kostet halt Zeit und Nerven und das möchte die Generation Z nicht. Und für die Unternehmen ist das natürlich sehr schwierig, da die Generation Z eh noch den Vorteil hat des demografischen Wandels. Das heißt, die Unternehmen suchen sowieso händeringend nach neuen, guten Leuten. Und wenn diese dann noch Forderungen haben, ist es halt für die Unternehmen sehr schwierig. Ja, richtig. Also die Unternehmen müssen sich dann darauf so ein bisschen einstellen. Das ist auch das, was ihr wahrscheinlich zeigen möchtet. Dann, welches Publikum möchtet ihr ansprechen und welche Altersgruppe ist das dann? Ja, also es ist meistens so, dass ältere Generationen der jüngeren Generation eher skeptisch gegenübertreten. Also man hört dann öfter Sprüche wie, die Jugend von heute und so weiter. Und wir möchten halt diese Vorurteile aufheben. Wir möchten Verständnis schaffen für die neue Generation Z. Und wir möchten auch in dieses Berufsleben reingehen, dass wir auch Führungskräfte vielleicht oder Unternehmen einfach ansprechen, um zu zeigen, okay Leute, das ist die Generation Z, die wird bald in euer Unternehmen oder ist schon in euer Unternehmen drin und auf die müsst ihr euch einstellen. Okay. Habt ihr so ein gewisses Ziel schon vor Augen und wenn ihr eine Message hättet, was wäre die an die Leute? Ja, also wir wollen die Generation Z auf jeden Fall positiv darstellen und die Message ist halt einfach, dass wir zeigen, wer sind wir und warum sind wir so, wie wir sind. Ja, okay. Das klingt schon sehr interessant. Seid ihr schon mitten in der Planung? Habt ihr da schon ein Drehbuch oder sowas in der Art? Also wir haben schon zwei Treffen gehabt. Wir haben bereits Sprechübungen gemacht, weil unsere Gruppe allgemein nicht theatertechnisch erprobt ist. Wir werden das alles selber spielen. Ja. Und also wie gesagt, zwei Treffen hatten wir schon. Wir haben schon einige Szenen zusammengestellt. Okay. Ja. Und wo und wann wird das Stück zu sehen sein? Ich sehe das schon. Am 21. Januar nächsten Jahres. Die Uhrzeit ist noch nicht bekannt gegeben, wir drucken aber auch noch Flyer, das wird dann alles draufstehen. Okay. Und das ist im Theatersaal an der Uni im Mensa-Gebäude. Okay, dann vielen Dank schon mal, dass ihr da wart und euer Projekt klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich wünsche euch da noch sehr, sehr viel Erfolg in Zukunft. Danke. Gerne. So, jetzt haben wir den letzten Beitrag, der ist bei dem Themenblock Motivationstipps. Und jeder kennt das, am Anfang vom Semester möchte man wirklich Gas geben, man will sich diesmal reinhängen, man hat vielleicht das letzte Semester ein bisschen was verpasst, hätte das besser machen können. Ich glaube, damit kann sich ein bisschen jeder identifizieren. Aber am Anfang ist das zwei Semester Eröffnungspartys und dann noch zwei Wochen Eingewöhnungsphase, ist das halbe Semester schon wieder um. Und dann ist schon die halbe Miete wieder verloren. Damit ihr das dem entgegenwirken könnt und dass euch das nicht nochmal passiert, haben wir jetzt noch einen Beitrag für euch zusammengeschnitten. Hey, zu Beginn des Semesters geben wir euch heute drei Motivationstipps. Tipp Nummer 1. Realistische Ziele setzen. Wunschträume waren gestern. Am besten konkrete Ziele aufschreiben und bei konsequenter Umsetzung Motivation tanken. Ja, also ich habe morgen 5 Kilo abgenommen. Tipp Nummer 2. Die Balance. Es gibt insgesamt 4 Lebensbereiche, die ausgeglichen sein sollten. Nur wenn all diese 4 Bereiche in Balance sind, ist man langfristig motiviert und auch zufrieden. Also während der Klausurenzeit das nächste Mal statt den ganzen Tag zu pauken, auch mal abends Sport treiben, zum Beispiel joggen gehen, dann lässt es sich am nächsten Tag auch besser lernen. Tipp Nummer 3. Die Belohnung. Getreu dem Motto, zuerst leisten, dann belohnen. Hier ehrlich zu euch sein, nur nach erreichten Zielen sollte man sich etwas Schönes gönnen, um die Motivation zu steigern. Wie die Belohnung dabei aussieht, ist ganz allein euch überlassen. Also ich werde mir auf jeden Fall von dem Video ein paar Sachen abgucken, dass ich da ein bisschen was draus lerne, vor allem das mit den realistischen Zielen setzen und nicht wieder 2 Wochen vor den Klausuren anfangen zu lernen, wie man das ja auch schon manchmal kennt. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Hiermit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, Mittwoch um 18.18 Uhr auf Orga TV. Bis dann!